Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Ausgabe unserer Reihe Kunstgenuss digital. Heute soll es um Hans-Erich Köhler gehen. Er darf in unserer zum 90-jährigen Jubiläum der Wilhelm-Busch-Gesellschaft eingerichteten Präsentation Sammeln, Ausstellen, Forschen nicht fehlen. Der 1983 verstorbene politische Karikaturist hatte ab 1969 der Wilhelm-Busch-Gesellschaft sukzessive sein Werk übergeben und zugleich bestimmt, dass auch das Urheberrecht nach seinem Tod an die Gesellschaft übergehen sollte. Über 8000 Blätter umfasst heute der Hans-Erich-Köhler-Bestand in der Sammlung des Museums. Er spiegelt mit Witz, manchmal auch beißender Ironie, die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland bis in die späten 1970er Jahre hinein. 1955 entstand beispielsweise die Karikatur Fest steht und treu die Wacht am Rhein. Sie thematisiert die Pariser Verträge, die 10 Jahre nach Kriegsende am 5. Mai 1955 in Kraft getreten waren und insbesondere das Besatzungsregime in der Westzone Deutschlands beendeten. In Köhlers Karikatur feiern Besatzungsoffiziere und am dunklen Himmel leuchtet ein Feuerwerk auf. Der wache stehende deutsche Michel scheint sich jedoch nicht zu freuen. Vielmehr schaut er recht bedrückt aus. Ein Verweis darauf, dass die Pariser Verträge nicht unumstritten waren. Im Vorfeld ihrer Ratifizierung war vor allem der NATO-Beitritt der Bundesrepublik und die damit verbundene deutsche Wiederbewaffnung heftig diskutiert worden. Nur wenige Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs reagierten viele Deutsche ablehnend auf die Remilitarisierung der Bundesrepublik. Am 22. Januar 1955 erschien in der satirischen Zeitschrift Simplicissimus dazu Köhlers Karikatur »Seit 10 Jahren trage ich die gleiche Maske, aber mit dem Stahlhelm werden die Gesichtszüge schon härter werden.« Ebenfalls in den Kontext der Diskussionen um die Pariser Verträge und die Wiederbewaffnung gehört eine am 1. April 1955 auf dem Titel des Simplicissimus erschienene Karikatur, die wie folgt überschrieben ist. Der Chef des Hauses Adenauer mit seinen Söhnen und Töchtern nach dem Dankgottesdienst im Kölner Dom auf dem Wege zur Paroleausgabe in Bonn. Die allerhöchsten Herrschaften tragen die Uniformen der neuen deutschen Wehrmacht. Der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer hatte in zähen Verhandlungen die Pariser Verträge ausgehandelt. Sie waren ein wichtiger Baustein in seiner Politik der Westintegration Deutschlands. In den Augen seiner Gegner knüpfte er damit hingegen an alte Traditionen an. Dies verdeutlicht die Karikatur, die ein berühmtes Foto Kaiser Wilhelms II. Mit seinen Söhnen aus dem Jahr 1913 zitiert. Im gleichen Jahr 1955 sorgte aber noch ein anderes Ereignis für Schlagzeilen. Der Staatsbesuch des Schah von Persien und seiner Ehefrau Soraya. Die Regenbogenpresse jubelte und verfolgte Soraya auf Schritt und Tritt. In den begleitenden Verszeilen heißt es unter anderem: Ach, sagt uns was Intimes, so etwas Ungeziemes, so ein Dreieck mit dem Wüstenscheich, ist gleich, wir bringen jeden Seich. Die mit Abstand am meisten nachgedruckte Karikatur von Hans-Erich Köhler war am 8. Dezember 1970 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erschienen. Ihr Titel: Die Unterschrift des Jahres. Einen Tag zuvor hatte der deutsche Bundeskanzler Willy Brandt den Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Volksrepublik Polen über die Grundlagen der Normalisierung ihrer gegenseitigen Beziehungen, den sogenannten Warschauer Vertrag, unterzeichnet. Vorausgegangen war der Unterzeichnung der berühmte Kniefall Willy Brandts am Ehrenmal für die Toten des Warschauer Ghettos, eine Geste, die als Bitte um Vergebung für die deutschen Verbrechen des Zweiten Weltkrieges verstanden wurde. Mit dem Warschauer Vertrag erkannte die Bundesrepublik die auf der Potsdamer Konferenz zwischen den Siegermächten vereinbarte Oder-Neiße-Linie als Westgrenze Polens an.
An diese Karikatur knüpft nun zum Schluss auch unsere heutige Rätselfrage an. In welchem Jahr wurde der Warschauer Vertrag ratifiziert? Die Auflösung schicken Sie uns bitte an mail@karikatur-museum.de oder antworten Sie über Facebook. Mit Glück erhalten Sie dann in den nächsten Tagen ein Geschenk.